So, hallo, wir machen weiter. Beim verwirrten Hyrule Warriors. Letztes Mal mussten wir gegen Orni kämpfen. Denn Revali hat sie uns in den Weg gestellt, obwohl wir ja eigentlich nur mit ihm verhandeln wollen wegen des Titanen. Entweder er hält uns für Feinde, oder wir sind für ihn tatsächlich Feinde. Wir werden sehen. Jedenfalls hat Zelda den Kampf unterbrochen und sich entgegengestellt. Link hat immer noch das Tragelimit erreicht. Ja, moin. Wir versuchen es nochmal richtig zu sortieren. Die ganze Zeit bleibt die 15 hier. Was ist denn das? Oder ist das die Waffe, die ich ausgerüstet habe? Das wäre ja blöd. Ne, ich habe den Exalfusbogen. Den habe ich ausgerüstet. Der ist blau. Warum kann ich das nicht wegmachen? Vielleicht, weil es eine relevante Waffe ist. Das kann sein, dass es eine Story-Waffe ist und deswegen geht die nicht weg. Das kann sein. Okay, Holzkelle. Ist das die, die ich... Ist das die aus dem Bonus? Die möchte ich eigentlich nicht verkaufen. Ne, die Glückskelle ist die aus dem Bonus, oder? Aber die könnte ich auch verkaufen. Das ist ja ganz komisch. 17, 17, 14, 11, 17, 14, das ist es auch nicht. 18, 18, 18. Jetzt ist es nach Dings sortiert. Nee. Ach doch, das sind wieder die zwei Händler hier, ne? Wahrscheinlich. Ach, keine Ahnung. Komm, wie viel muss ich denn jetzt wegtun? Zwei Stück muss ich wegtun. Dann geht das weg und das weg. Warum auch immer. Wiedersehen. Okay. 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 Kostüm, okay. Aber wir haben uns noch gar nicht ausgerüstet, kommt mir gerade. Vielleicht kann ich mich da auch... Ah ja. Sie befürchtet weitere Angriffe. Jetzt verstehe ich. Welch ein Glück, dass ihr beide unversehrt seid. Aber Millionen Orni haben wir gekillt. Jedenfalls. Ein Wächter, der genauso aussieht wie der Kleine hier? Das ist kein Zufall, Euer Hoheit. Ja. Sollte dies alles mit der Verheerung zu tun haben, so müssen wir uns wappnen. Und deshalb, deshalb braucht ihr meine Kraft, ja? Um den Titanen zu steuern. Es ist mir einfach egal, dass wir die Orni abgeschlachtet haben. Come on. Jener Ritter, der die Prinzessin schützt, soll das tatsächlich dieser hier sein? Was? Er sagt wohl, dass auch er ein Ritter im Dienste der Prinzessin ist. Ach, einer ritterlicher als der andere. Hä? Keine Titanenmission? Hä? Keine Titanenmission? Keine Wampir. Okay. Ich bin ein wenig verwirrt. Na gut, dann spielen wir erstmal mit Revali, aber vorher kaufen wir Revali wieder hoch. Mit einem Manöverplatz. Zack. Let's go. Ah, eigentlich können wir, wenn wir eh schon dabei sind. Nee, können wir die anderen auch noch hochkaufen. So. So.
Und hier. Alles Geld schon wieder weg. So schnell geht's. Okay. Also, Missionen. Erstmal würde ich die Sachen machen, wo wir vielleicht Rivali erweitern können. Ne? Irgendwelche Kombos und so und dann die Rivali-Mission. Alle Achtung! Ich glaube, das ist schlauer. Aber ich bin echt brutal verwirrt, dass wir jetzt gerade den Titanic steuern dürfen. Farbwelt wird eröffnet. Was? Du hast nicht... Okay, wir haben keinen Ausdauerhonig. Okay, den könnte ich aber sofort kaufen. Den gab es doch hier, ne? Ne, hier gab es den nicht. Ah, wo war jetzt dieser Laden wieder? Ah, Möwendorf da drüben. Jetzt gehen wir erstmal kurz hier rein. Hi. Was gibt's hier? Ah, okay, hier gibt's solche Sachen. Alles klar, alles klar. Ich wollte aber Ausdauerhonig. Hier, Möwendorf. Da gab's Ausdauerhonig. Genau. Drei Stück. Einer reicht. So. Dann haben wir jetzt einen Ausdauerhonig und können das hier aufmachen. Du hast es geschafft! Ja, alles klar. Farbwelt. Finde hier die richtige Farbe für dich und mache diese silbrig-weiße Welt ein wenig bunter. Ja? Ah, hier kann man sowas kaufen. Okay, ich verstehe. Oh. Da sind Rivali-Sachen zum Upgraden. Das sieht man jetzt auch an dem Symbol. Jetzt erkenne ich auch es den Rivali-Kopf. Funktioniert zu haben. Rivali-Herzen plus 1. Sehr schön. Und einmal Combo plus 1. Da geht noch mehr. Ah, nee. Doch, länger Combo-Angriff. Passt. Normaler Angriff Luft. Normal. Oha, oha, oha. Okay, ich kenne mich mit Rivali ja noch gar nicht aus. Was der so kann. Das geht noch nicht. Dafür brauchen wir Hyrule-Gras, Link-Herzen plus 1. Ne, Prinzessinnen-Enzian. Weiß nicht, wo wir den kriegen. Dafür könnt ihr zum Beispiel jetzt Dings machen, ne? Hier den Sensor drauf einstellen. Und dann würde der mir anzeigen, in welcher Mission es Prinzessinnen-Enzian gibt. Ach so, Ding ist. Hä, habe ich jetzt falsch gemacht? Achso, ich musste die löschen. Ich verstehe. Ja, okay, verstehe. Ja gut, gehen wir erstmal hier rein. Machen Rivalis Training. Das ist wieder dieses 300 Ding. 300 Kämpfer wahrscheinlich und Zeitlimit. So kann ich am ehesten ein bisschen trainieren. Also nicht trainieren, aber im Sinne rausfinden, was er so kann. Chica Stein kochen. Rivali, Spezialist. Wo ist er hin? Auf verschiedene Angriffe, die in der Luft ausgeführt werden. Kann aus sicherer Höhe Gegner auf dem Boden angreifen. Kann ich jetzt echt mit dem fliegen? Nutze Rivali schon mal hoch in die Lüfte zu fliegen. Oh, cool, okay. Ich bin gespannt. Im Flug kannst du B zum Ausweichen drücken, drücke ZR, um zu landen. Ich bin brutal gespannt, ne? Also, jetzt rennen wir erstmal so durch. Yo. ZR abheben und fliegen. Machen wir gleich. Wir fliegen gleich eine Runde. Ich will erst mal ein bisschen gucken, was so die normalen Angriffe sind. Boah, nice. Also schon cool. Ja, okay. Nehmt das! Okay, dann fliegen wir mal eine Runde. Ich gehe ein bisschen höher und fliege von da aus los. Okay. Hui! Nice! Das ist cool. Okay, Moblins. Yo, Rivali ist sick. Wo sind die Moblins?
Jo, wir haben einfach gleich schon die 200 voll. Was zur Hölle? Wie einfach das mit dem geht, ne? Das ist brutal, zick. Ey, das ist ultra sick. Sehet und staunet. Yo. Ohne Gnade. Der Sieg geht auf mein Konto. Kein Entkommen. Alter, das ist brutal. Der Typ ist richtig cool drauf. So, ich will weiter fliegen. Hui. Und zack, einfach hier wieder einfach alles wegmetzeln. Die haben überhaupt keine Schnitte. Ist das sick, Mann. Ja, das wollte ich gar nicht. Zack. Einfach mal alles weggenommen. Hier, zack, und das war's. Easy. Wow. Glaub's auch. Dass sie die zweite nein, noch erledigen muss. Abflug. Sehet und staunet. Ohne Gnade. Ich würde gern seine Dings noch sehen. Nehmt ab! Und jetzt! Wird auf mein Konto! Hier ist los! Okay, wir sehen sein Dings nicht mehr. Egal. Beim nächsten Mal. Yo, sicker Typ. Da hauen sie wieder ab. Man kennt es. Okay. Fühle ich. Rivali, cooler Charakter bisher. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Coole Angriffsmöglichkeiten. Gefällt. Gefällt. Gefällt durchaus. Okay. Ja. Verstehe. Was willst du? Ach so, ja, hier noch nicht. Gleich. Erstmal hier. Oh, wir haben kein Wild. Okay, wir brauchen 3 Wild. Wo kriegen wir 3 Wild her? Welcher Laden hat 3 Wild? Satt ja. Und glücklich hat doch bestimmt Wild. Das war's komplett. Oh. Der hat kein Wild. Der hat Wild. Der hat aber Edelwild. Ich glaube, wir brauchen normales Wild, ne? Hat der Möwendorfladen Wild? Nein, jetzt hätten wir jetzt auch gewonnen. Könnte ich auch wahrscheinlich wieder den Sensor drauf einstellen, dann würde ich es rausfinden. Ja. Du hast auch kein Wild. Warum ist das jetzt grün? Ach, weil das auf dem Sensor ist. Verstehe. Deswegen ist auch der Sensor drumherum. Ja, ich verstehe den Gedanken. Ja. Fühle ich. Ich würde es aber gerne ohne Sensor finden. Kein Händler anwesend. Okay, machen wir es anders. Das da weg. So, jetzt ist Wild auf dem Sensor. Wo leuchtet's? Ah, auf der Ebene von Hyrule gibt's Wild. In keinem Laden gibt's Wild, den wir aktuell haben. Ah, ist ja dumm. Na gut, dann gibt es kein Wild. Aber Spezialtraining einfach können wir machen. Auf geht's.
So, ich muss ganz kurz einen Schluck trinken. Es lädt ja eh eine Weile. Waffen können mit Ziegeln versehen werden, die verschiedene Zusatzeffekte verleihen. Eieieiei, haben wir noch gar nicht gemacht. Kann ich, glaube ich, auch noch gar nicht. Brauche ich aber, glaube ich, auch gar nicht. Um es normal durchzuspielen, glaube ich, geht das auch so klar. Okay. Also dann! Das hat jetzt funktioniert. Siege den Eispyromagus. Ist das alles? Glaube ich nicht, dass das alles ist. Eis. Der Sieg geht auf mein Konto. So kalt. Doch, das war der Eis. Das war die Eismission. Nee, okay. Okay, geht eine neue Mission los. Ja, warum nicht, ne? Jo, das ist übertriebenst cool einfach. Jetzt erledige ich ein paar mehr Gegner, dass ich das A auflade und dann kann ich den Eismoblin einfach damit reinschießen. So, A ist gleich voll. Und A ist voll. Sehet und staunet. Ohne Gnade. Let's go. Nehmt das. Vielleicht dürfen wir jetzt mal den Schmetterangriff sehen. Wahrscheinlich nicht. Wir erledigen ihn wieder vorher. Ja, wir erledigen ihn wieder vorher. Ist okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Weiterfliegen. Ah, ich weiß, wo wir sind. Das ist der Anfang, die Anfangsmission. Also, der Anfang von der Mission in Rival, bei Rivali. Da sind wir. Da hätten wir zum Beispiel testen können, ob dieser Krog auch da ist. Der war bei Link, war der in dieser Lücke da hinten. Da war einer. Da hätten wir jetzt testen können, ob der auch da ist, wenn man ihn nicht in der Hauptmission eingesammelt hätte. Na, aber kann ich nicht testen, weil... Jetzt ist er ja nun mal nicht da. Ah, falsche Taste! Oh, ich habe kein... Wieso habe ich kein Feuer? Das ist ja ärgerlich. So kalt! Hört auf zu zappeln! Perfekter Spruch für die Attacke auf jeden Fall. Das war's. Das war's leider noch nicht. Wo zieht ihr hin? Ja, die Zeit interessiert mich überhaupt nicht. Hallo? Hört auf zu zappeln! Jetzt ja. Seh halt nix! Ich sollte mich mal heilen. Ah, jetzt kann ich doch einsetzen. Ich dachte, ich hab das nicht. Mit Gewitter. Wieso hab ich's denn jetzt erst und vorher hatte ich's nicht? Das ist ja kompletter Quatsch. Schön, Kakao. Okay. Okay. Die Brücke ist immer noch kaputt. Okay, cool. Das war das.
Okay, dadurch ist nichts Neues aufgetaucht. Aber hier gab es noch eine Mission. Ah, das geht jetzt. Frostkraut haben wir jetzt gerade wahrscheinlich bekommen. Ganz vielleicht viel. Bin ich stärker geworden. Ja, vielleicht bist du das. So schnell geht das Zelda. Oha, was ist passiert? Du hast ein Dankeschön von den Bewohnern des inneren Hyrules erhalten. Hyrule-Gras mal 15, einmal 15 Milch, Ziegenbutter. Wahrscheinlich, weil ich ganz viele Missionen gelöst habe oder was. Aber dann kann ich jetzt ja neue Sachen machen, die ich gerade noch nicht machen konnte. Okay, das geht noch nicht. Die Mission geht. Stoppen und fliegen lassen. Auf geht's. Na? Okay. Wir geben gleich in die Lüfte. Wie schnell wir hier abräumen. Obere die Vorposten. Nichts leichter als das. Hör auf zu zappeln. Oh. Hört auf zu zappeln. Ich mag das. Hier ist Schluss. Das ist übertriebst gut einfach. Kein Entkommen. Let's go. Jetzt sehen wir mal den Spezialangriff. Nice. Zack. Oh, habe ich mich mit erwischt? Ist nicht vorbei. Ja. Hast du gut? Wow. So langsam komme ich in Fahrt. Ja, ich auch. Aber eher in Flug. Okay, jetzt kommen blaue Moblins. Warum nicht? Wir räumen trotzdem einfach alles ab. Da wird einfach alles gnadenlos abgeräumt. So ein Ding ist das. Sehet und staunet. Yo. Er ist einfach eine Maschine, der Kerl. Er ist einfach eine Maschine. Einfach eine Maschine. Aua. Geschrien! Hier ist Schluss. Hört auf zu zappeln. Gefällt euch das? Das war dumm. Wow. Das war knapp. Geschrien. Kein Entkommen. Und tschüss. Easy. Sehr schön. Prima. Okay. Haben wir die Mission auch noch gemacht?
Dafür fehlt uns Geflügel. Dafür fehlt anderes Zeug. Ich meine, vielleicht könnte ich es kaufen, aber wie gesagt, wir müssen jetzt auch nicht. Ja, das könnte ich auch kaufen, ich weiß. Okay, ich denke, dann haben wir jetzt erstmal wieder alles getan, was wir tun können, bevor wir zu Urbosa gehen. Aber das hier geht alles nicht. Das geht. Du hast es geschafft! Erweiterung der Handelsmöglichkeiten. Stall von Südakala. Was hast du denn hier? Ja. Ah, lauter Fische. Okay. Lauter Fische hat er. Das geht noch nicht. Gut, ja dann. Schließen wir doch erstmal an dieser Stelle ab. Und dann gibt es beim nächsten Mal die Urbosa-Geschichte. Danke fürs Zuschauen und tschüss.